Du kannst kommen, du kannst gehen, du kannst alles von mir an. Du kannst dich auf mich verlassen, ich bin immer für dich da. Am letzten Juli-Wochenende hat nach zweijähriger Corona-Pause endlich das Open Air Etzigen wieder stattfinden. Während zwei Tagen haben 19 Top-Acts an Schweizer Bands und internationalen Künstlern die Etzigen-Bühne gerockt. Eröffnet wurde ist das Open Air am Freitagnachmittag mit irischen Klängen von Mickey Mick. Be a pirate, you need to drink some rum. Yes you have to drink all day long. And if you are a pirate, then you know now what to say. Sing with us all night long, hey ya, hey ya, hey. Weitergegangen ist es mit den Rocker von der Band Jack Slammer auf der Zeltbühne. Ihr tretet heute Abend hier auf. Ich nehme mal schwer an, es kommt hier ein Stück von eurem letzten, sozusagen neuesten Album, Start Over heisst das. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen? Oder ihr jetzt auch heute Abend hier neu anfangen? Oder wie würdest du das beschreiben, was wir heute Abend von euch dürfen erwarten? Also es war für uns wirklich ein neues Anfangen. Also ich muss es so sagen, wir wollten eigentlich während der Corona-Krise neu anfangen. Und dann ist das Ganze, hat uns ein bisschen ausbremst. Und ja, eigentlich so letzten Herbst hat es dann so richtig wieder angefangen für uns als Band, wo wir auf Tour sind gegangen und jetzt speziell eben diesen Sommer, wo wir 14 Festivals können spielen konnten, sind wir sozusagen wieder voll im Saft und haben mega Freude und merken auch, dass der ein oder andere Song vom Album schon bei den Leuten präsent ist und gut ankommt. Zum Beispiel Karaoke Girl ist etwas, wo die Leute immer wieder mitsingen und mitmachen. Ja, von dem her ist das vierte Album irgendwie, passt jetzt super ein paar Songs von diesem Album ins Festivalprogramm rein und ist so eine Bereicherung für uns. Dann hat der deutsche Singer und Songwriter Joris auf der Hauptbühne sein Mega-Hit «Herz über Kopf» gespielt. Zeit, der zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Oh, Herz über Kopf. Obwohl Stefla Chef vor ihrem Auftritt noch Fieber hatte, hat sie auf der Zeltbühne Vollgas gegeben. Hauptakt am Freitag war die Berner Mundartband Patent Ochsner, die sich von Anfang an in die Herzen des Publikums gesungen haben. Für alle Rockfans ist es anschliessend mit bekannten AC/DC-Hits von der Band Livewire im Zelt weitergegangen. Yeah, I'm a power load. Watch me explode. Got a hole of the rosy. Hole of the rosy. Hole of the rosy. Hole of the one, yeah.
Rund 5'000 Festivalgänger haben das Open Air Etzike dieses Jahr wieder besucht und es war vorzeitig ausverkauft gewesen. Nebst den Acts punktet das Wasseremter Open Air auch immer mit dem übersichtlichen Open Air Gelände und dem nahen Zeltplatz. Also, Open Air Etzike 2020, also mein Bengeli sagt etwas, wir haben aber 2022, nach zwei Jahren, harten zwei Jahren Corona-Pause, sind wir endlich zurück hier im Open Air. Wie gang, schauen wir, wie es im Zeltplatz so geht, was die Leute denken, nach zwei Jahren Pause, wie steil sie gegangen sind und wie die Stimmung so ist. Und dann bist du ins Bett gestern Nacht? Etwa um 6 Uhr am Morgen. Steil, steil. Dir alle? Nein, sie sind ja vier nach 6 Uhr aufgestanden. Was? Aha, hat ihr Zeltsharing gemacht? Sie gehen raus und du gehst ins warme Bett? Ungefähr. Das Morgen kann ich sehr empfehlen. Da. Das Bauern zum Morgen. Da. Rösti und Speck. Ich nehme noch den Melkstuhl. Da, danke für mal. Ja, aber diese ist schon noch voll. Ja, sie hat es gerade aufgemacht. Aha, okay. Ja, ich habe schon Angst, du machst noch nicht so. Nein, sicher nicht. Man muss immer wieder mögen. Das ist wichtig. Nein, wirklich. Es ist mega cool, dass immer die gleiche Truppe da ist. Und das Wetter stimmt. Und jetzt übergebe ich wieder. Also bei euch hat es verdammt lustig getönt vorhin. Um was geht's? Irgendwie zum Beispiel Früchte. Dann muss man Äpfel bieren. Und der, der nichts mehr weiss, muss saufen. Und man darf nicht länger als 3 Sekunden haben, für etwas zu sagen. Gemüse. Zugessi. Gurken. Bohnen. Schnittlauch. Brokkoli. Aubergine. Rüebli. Bohnen! Tomaten! Sellerie! Blumenkohl! Nein! 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 Ja! Mann! Spiel für mich, hä? Aber jetzt sind wir definitiv im Camping angekommen und es ist das erste Jahr, wo das Camping ausverkauft ist. Hier bei den chilligen, verwöhnten. Aber wir gehen mal schauen, wie das so ist. Alle schauen weg. Nein, was jetzt? Achtung, fertig. Zerre! Geile Sache! Aber was ist jetzt mal? Was mir noch gerade mit wundern? Hat jetzt morgen und Mittag keinen Frohsinn? Nein, also ja gut. Bei 500 Gramm Gordon Bleu ist es beides. Selbstverständlich. Ein Gordon Bleu am Morgen vertreibt Kater und Sorgen. Oh ja. Bist auch nicht das erste Mal da, gell? Aber weißt du was, da ist mir so gestern so bis in den Fall. Und er mir gesagt hat, ich gehe Gordon Bleu fressen. Irgendeinen muss ich bringen. Vorbereitet sind sie, schau mal. Die haben sogar das Programm ausgedrückt. Hä? Tipptopp, wie immer. Kannst du noch mehr? Nicht das erste Mal hier in diesem Fall? Nein, auch nicht das letzte Mal. Okay, das hören wir gleich. Ich habe etwas entdeckt. Wir müssen schon anschauen. Darf ich? Hat das so für Frauen? Nehmen wir mal an. Der grüne Wodka. Der grüne Wodka, der kommt einfach gut an. Ich gefällt es dir im Open Air? Ich habe hier noch ein Interview. Lass ich das mal. Ich finde, Open Air Etzike sind wir das wirklich genial. Es ist immer huere Geld. Der zweite Open Air Tag ist von der Band The Opposite auf der Zeltbühne eröffnet worden. I wish there was somewhere I could stay. Beim Auftritt von Solothurner Rapper Pato ist auch der Bench noch zum Einsatz gekommen. Yes, it's Maria.
Schweizer Soul-Sängerin Nicole Bernecker hat mit ihrer Powerstimme gerade den Sommer auf die Zeltbühne geholt und für eine super Stimmung gesorgt. Bei schönstem Wetter hat der Appenzeller Marius Bär sein Open-Air-Etzigen-Debüt gehabt. Nicht das erste Etzigen für dich, immer wieder schön, oder? Wie ein bisschen wieder? Ja, tatsächlich. Also ich habe, es ist immer, wenn eine Anfrage kommt, können wir auf Etzigen spielen, ist es so, yes! Ich weiss, es war eines der ersten, wo wir so ein grösseres Open-Air spielen durften. Und ja, die Stimmung ist einfach immer gut da. Ich bin da vorher auch aus dem Bus ausgestiegen und dann habe ich mit den Leuten geredet und ich sagte, ja, ich freue mich, ich komme dann hören. Und die anderen haben mich noch eingeladen zum Bier trinken. Ich sagte, ich muss dann noch ein Interview machen und Soundcheck machen. Also es ist mega schön da. Ich komme wirklich sehr, sehr gerne dahin. Hey, Musik, Edendora, doch du sollst dich gehen. Beim Kuenz haben alle Tanzbärinnen und Bären so richtig mittanzen. Und sie rufen, Tanzbär, mach die berühmte Schritte, wo etwas lachen geht. Und er trifft, drop, krabbeln, top. Let it begin. Rockig ist es mit der Band Corleone aus dem Tessin weitergegangen. Nice to meet you, diesen Satz muss ich bringen, klar. Aber wir machen das Interview auf Deutsch. Auf Deutsch. Du sprichst mittlerweile richtig gut Deutsch. Ich versuche Songs auszubringen, zu schreiben, die ein bisschen Hoffnung und positive Energie geben können. Weil an diesem Moment, allen waren wir zu Hause mit so viel Unsicherheit. Und dann hatte ich gedacht, vielleicht ist das, wie kann ich wie Singer-Songwriter helfen? Das war schwierig, weil normalerweise bei auf Tour zu sein oder Konzert zu geben, das war nicht möglich. Und dann habe ich gedacht, ich versuche einige meiner am meisten positive Songs zu schreiben. Und dann Whatever It Takes, später ASAP, DeLorean, Doc Doc Doctor. Also, und das hat mir wirklich inspiriert. Aber ganz ehrlich, das war nicht nur für mein Publikum, das war auch ein bisschen für mich selber, ein bisschen Hoffnung zu geben. Weil ich fand es auch oft nicht so einfach. Auch der belgische Singer-Songwriter Milo ist gerne an Setzungen zurückgekommen und hat seine neuesten Lieder und bekannten Hits zum Besten gegeben. Thank you.
Headliner vom Samstag war Blake, das sind der Blick und der Mark Sway. Nebst neuen Liedern haben sie auch altbekannte Hits gebracht und ihren Auftritt mit dem Publikum zusammen gebührend gefeiert. Wir bauen unser Denkmal und Menschen Herzen stark. Ich mag Musik in der Schweiz, mach Musik aus der Schweiz. Alles was ich brauche ist eine Melodie und ein Beat. Mach Musik in der Schweiz, mach Musik aus der Schweiz. Ich könnte nicht ohne sie und sie nicht ohne mich. Ich mach Musik in der Schweiz, mach Musik aus der Schweiz. Alles was ich brauche ist eine Melodie und ein Beat. Mach Musik in der Schweiz, mach Musik aus der Schweiz. Ich könnte ohne sie und sie nicht ohne mich. Ihr zwei, ihr habt ja jetzt nicht nur das Projekt, die Freundschaft dauert schon ein bisschen länger. Was zeichnet euch zwei aus, so, wenn ihr zusammen unterwegs seid? Als Play, meinst du jetzt? Ja, einfach dir zwei, auch als Menschen sonst. Ich glaube, wir haben beide einen ähnlichen Humor. So, also schon mal gut, ja. Leute, die mit uns Zeit verbringen, die wissen, dass wir sehr vieles mit Humor nehmen. Und wir sind beide sehr temperamentvolle, auch auf der anderen Seite. Natürlich kommen wir aus zwei komplett verschiedenen Welten, aber das macht für uns das Projekt auch interessant. Wir haben schon, als wir im ersten Album waren, festgestellt, dass wir schon 2004 oder 2005 bereits schon fast 6 oder 7 Demosongs damals gemacht haben, einfach unter Freunden. Nicht jetzt für die Öffentlichkeit oder nicht jetzt mit einem grossen Ziel davor. Und ich glaube, was uns als Künstler ausmacht, ist zum einen der Marc mit seiner unglaublichen Stimme und ich von meiner Seite mehr als Visionär oder Texter und so. Und die zwei Welten haben wir versucht, ineinander hineinzuschmelzen. Und ich hoffe, es ist uns ein Stück weit gelungen. Offenbar, weil jetzt eben hat er ein bisschen, sag jetzt mal, zwungenermassen noch ein Jahr dran gehängt. In einer Freundschaft gibt es manchmal auch Knatsch. Geht er nicht manchmal auf den Sack? Gibt es das gar nicht? Ja, also hoffentlich auch. Ich glaube, sonst, wenn das gar nicht wäre, wäre es ein bisschen komisch. So. Also, man muss sich das vielleicht auch ein bisschen so vorstellen, wenn man zusammen schreibt, vor allem wenn man zusammen Musik schreibt und komponiert, geht man zusammen so durch die ganzen Höchst und Tiefs. So. Und es ist, da diskutiert man, das ist sehr eine intensive Zeit und da gehören alle Gefühle dazu. Und manchmal ist es eben lustig, wie manchmal kehrt es so im Halbstundentakt, ist man von so Tode betrübt, bis man die grosse Idee hat und nachher ist man irgendwie, also ist man beide so himmelhoch jauchzen. So man hat eben, man durchlebt eben auch beides miteinander, das ist schon lustig. Am Morgen zusammen Snoozer und Ausreden brauchen. Geht er oben, vor dem Kostüm. Fahren wir geordnet, nach dem Pseudonym. Endlos schwind, Zellen bringt nichts. Die einzige Frage ist, wer es ist, hörst du doch keiner. Endlich wieder Open Air Erzigen nach 2 Jahren Unterbruch. Dominik Moran, wie war das Gefühl gewesen, so am Freitag, als es angefangen hat, so richtig? Einfach schön, wirklich einfach schön. Jetzt haben wir ein wunderschönes Erzigen Open Air gehabt, 2022, ohne Regen wie im 19. Ja, nicht so krass, sagen wir es so. Wie ist sonst dein Fazit? Es ist extrem schön und vor allem die Leute haben wieder wollen. Die Leute wollten kommen, auch die Helfer waren motiviert. Und es hat gestern einen wunderschönen Abend gegeben und ich hoffe natürlich, dass es heute auch nochmal so einen schönen Abend wird geben. Jetzt ein Highlight von dieser Ausgabe, kannst du das sagen? Was hat dich am meisten jetzt gepackt? Also abgesehen von den Musikern selber sind es wirklich einfach Besucher, die auf einem zukommen, ob sie können oder nicht und einfach merci sagen, dass wir es wieder durchführen nach dieser Pause, als es uns noch gibt, weil sie es einfach schön finden, als sie wieder kommen können. Und da kommen wild fremde Leute und schütteln einfach die Hand und sagen merci, cool, dass ihr das Dorf beistellt in diesem kleinen Dorf. Der Abschluss des diesjährigen Open Air Etziken hat DJ Schuschu gemacht. Back around, that's right, our time is tricky.
Auch wir sind am Schluss von unserem Zusammenschnitt angelangt und bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Produktion unterstützt haben und das Open Air Etzike zu dem machen, was es ist. Bis zum nächsten Jahr.